den 45 Nachwuchssängern, die weltweit von 1200 ausgesucht und zur Endrunde nach Gütersloh eingeladen worden sind. Als Fernando noch laufen und sprechen lernte, war sie bei den neuen Stimmen in Gütersloh erfolgreich. Die Bulgarin Veselina Kazarova gewann 1989 den ersten Preis. Danach begann für die Mezzosopranistin ein kometenhafter Aufstieg in den Opern-Olymp. Sängeralltag, musikalische Feinjustierung vor einer Aufnahmesitzung im Bayerischen Rundfunk. Machen Sie diese Riten unter oder nicht? Wenn man jung ist, ist alles einfach. Man kommt, man kann, man denkt, alles wird. Man will Möglichkeit haben, sich zu zeigen. Aber dann beginnen erst die Schwierigkeiten. Irgendwann begreift man, was für Schwierigkeiten da sind. Man muss als Gabe haben, eine gute Psychik, intuitiv zu sein, intelligent zu sein, dass du entscheiden kannst in schwierigen Momenten, wie du reagieren musst. Hier muss Veselina Kazarova als Dalila reagieren und ihren Partner bezirzen. Die große Liebesszene aus Saint-Saëns Oper Samson und Dalila wird aufgenommen. Künstler zu sein, ist eine sehr schwierige Gabe. Ich erlebe Sachen, die, sage ich mal, die einfachen Menschen, also die Menschen, die nicht mit Musik zu tun haben, wahrscheinlich würden nie erleben, meine emotionell. Den ersten Preis haben wir verliehen, Frau Kazarova. Unser Leben ist oft oberflächlich. Wir leben in einer oberflächlichen Welt. Und Musik ist etwas sehr Ehrliches. Das gibt mir wirklich Kraft, weiterzuleben und dass ich weiß, was ist wichtig um diese Welt und was ist nicht wichtig. Was ich für einen Mensch auch sein möchte, dafür lebe ich meine Musik. Und das habe ich begriffen ziemlich später, nicht wenn ich jung war. Aber jetzt mit 42 Jahren kann ich das sagen. Ist auch ein Bogen. Ja. Ja, einem. Aber ich dachte, auch wieder. Wir machen so, wir machen nicht weiter. Das Orchester muss so machen, aber du nicht. Ja, okay. Ja, weil wir machen das, dann müssen wir wieder. Das geht nicht anders, ja. Das ist das Wichtigste.
Anfang. Erst auf der nächsten, auf nicht der letzten auf drei. Letzte drei. Und jetzt ist zu lang, weil ich. Jetzt muss ich den Nutti machen, dass ich alles höre. Eine Stimme, auf die bei den neuen Stimmen alle hören, ist die Stimme Liz Mohns. Sie hat den Wettbewerb ins Leben gerufen und den neuen Stimmen zu weltweiter Aufmerksamkeit verholfen.